Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Definiere Karma. Kumpel und ich rennen zum Zug. Er schafft es. Ich nicht. Er lacht. Ich nicht. Er sitzt im falschen Zug. Ich nicht. Hast du zu heiß geduscht oder wieso riecht es hier nach gebratenem Speck? Wo sehen Sie sich selbst in 5 Jahren? So tief in Ihrem Arsch, dass ich oben wieder rauswinken kann. Sie haben den Job. Was meine Freundin versteht. Schnuckiputz. Was ich meine. Schnucki. Putz. Welches Fahrzeug würdest du mir empfehlen? Ein Deo-Roller. Und Chef, wie war es damals so als Frau? Was meinen Sie denn damit? Sie sagten doch zu mir, ich warne Sie. Auf Facebook fehlt der Button, das habe ich vor 3 Monaten schon bei Master Jam gesehen. Vorhin in der Bahn bietet mir ein kleines Mädchen einen Keks an. Die Mutter? Hör auf, der will keinen Keks. Ich, 25, will sehr wohl einen Keks. Unser Viertel ist so spießig. Der Nachbar putzt das Auto mit der Zahnbürste. Konnte das gut beobachten, als ich den Bürgersteig gesaugt habe. Wenn man bei Eminem den Ton abstellt, sieht er aus, als würde jemand einen extrem komplizierten Weg erklären. Sitzt er jetzt schon seit knapp 2 Stunden vor der Packung Partygarnelen, aber so richtig Stimmung will irgendwie nicht aufkommen. Wenn eine Frau sagt, ich gehe duschen, ist alles, was ich höre, ich bin gleich nackt und fasse mich überall an. Herzl, ich will kommen. Auch Führungskräfte lernen aus ihren Fehlern. Mein Chef lernt gerade, wie dumm es war, mich einzustellen. Bei vielen Jungs kommt vor dem Einschlafen noch das Handmännchen. Am liebsten mag ich Frauen mit Persönlichkeit. Das trifft sich gut, ich habe mehrere. Was? Ach, hör nicht auf sie. Wenn Will Smith einen Bruder hätte, wäre sein Name bestimmt Way Smith. Denn wo ein Will ist, ist auch ein Way. Darf ich noch mit hochkommen? Nee, so eine bin ich nicht. Aber ich muss dringend scheißen. Was ist Ihre größte Stärke? Präzision. Und wo sehen Sie sich selbst in 5 Jahren? Um wie viel Uhr? Wenn 2 sich streiten, freut sich der Dritte. Markus Dritte, 44, Anwalt. Beziehung heißt, Kompromisse einzugehen und sich auf den Gegner einzustellen. Partner, ich meine Partner. Im Urlaub an der Hotelbar. Hello, what's your name? Ich nehme Bier. Dieser schmale Grat zwischen Erwachsensein und seine Fürze via Sprachnachricht verschicken. Ihr kennt das. Ich kenne das. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Master Jam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.